Moin, willkommen zurück zu Forza Motorsport 3. Im letzten Part hatten wir ein richtiges Vergnügen mit dem Lamborghini Miura Konzept, das Auto als Erinnerung an den alten Miura ändern sollte, auf Basis des Musolagos. Und diesmal fahren wir die letzte R1 Meisterschaftsrunde. Ich hoffe, dass ihr euch mal sehr gespannt seid, denn das wird auf jeden Fall sehr Spaß werden, diese Strecke. Ich glaube, welche Strecke war das nochmal? Marcelo Laguna Seca oder was war das nochmal? Egal, unwichtig. Here it is, the final race of a challenging season. Genau, Mazda Raceway Laguna Seca. Wir werden natürlich unser Mazda nehmen und werden jetzt 15 Runden lang jetzt versuchen, unser Bestes zu geben. So. Dann lass uns mal beginnen. Das wird auf jeden Fall sehr interessant jetzt, diese Runde. Oh. Weil die Strecke ist nicht einfach. Er ist natürlich vorne wie immer. Wow. Ich werde ihm aber sehr lang einholen, sobald es mehr Geraden gibt. Er läuft mir nicht so lange. Der wird mir nicht so einfach erwischen. Da bist du, Peugeot. Du wirst auf jeden Fall meine ganze Rache spüren, die du mir die ganzen Rennen immer wieder verursacht hast. Siehst du, jetzt hast du nichts mehr zu sagen. So, Erster. Nicht gerade sehr einfach, aber ich bin Erster. Erstens zu bleiben. Mazda Laguna Seca geht. Das ist auf jeden Fall machbar, diese Strecke. Das ist nicht unmöglich. Vor allem muss ich auch von Mazda gewinnen, oder? Bevor es zu Relatec umgewandelt wurde. Ist, glaube ich, Relatec. Weil die Lizenz von Mazda ja ausgelaufen ist. Das heißt, die Strecke jetzt nicht mehr Mazda Laguna Seca, sondern Relatec, glaube ich. Relatec Track oder so ein Quatsch. Sehr gut, sehr guter Vorsprung, sag ich mal. Habe ich jetzt das gehört, dass wir... Ups. Ja, die Runde ist sehr schnell. Also ich sag mal so. Die Strecke ist auch nicht so ganz besonders groß. Es dauert wirklich nicht mehr lange. Man hat auch schon die Strecke hinter sich. Es ist ja nicht so, als ob das jetzt ein Weltrekord ist. Stelle.
seinen Ringraum. Ah, jetzt. Habe ich das lange nicht mehr gezeigt vom Mazda. Gibt es auch Gründe, warum ich das nicht direkt zeigen kann, weil das Rennen nicht gerade so einfach ist. Der Bijou ist immer noch hören. Ich kann ihn immer noch hören. Ja, natürlich. Als ob ich jetzt gerne das jetzt durchlasse. Natürlich. Aber sonst noch irgendwelche Wünsche. Das ist auch mein Fehler, muss ich aber auch zugeben. Ich muss ein bisschen besser bremsen. Das war auch sehr schlecht. Ich bin aus der Seele jetzt verrutscht hier. Nur komplett lieber, weil ganz ehrlich, das wäre jetzt ein bisschen zu übertrieben. Der Audi ist sogar hinten. Das ist nicht cool. Das ist gar nicht cool. Wenn der Audi schon hinten ist, das bedeutet auch ein bisschen, dass er genau eine Konkurrenz machen kann. Ich hätte nicht gedacht, dass das hier die finale Runde wäre. Ich dachte, es wäre jetzt höchstwahrscheinlich die Lupenkrieg oder sowas, aber nein. Marcel Gunnar Seeker als letzte Runde wäre interessant. Ich hätte nichts dagegen. Ja, der Audi. Der Audi hält die Peugeot noch im Schach. Keine Sorge, Leute, die anderen R1-Fahrzeuge, die werde ich natürlich fahren. Irgendein Rennen. Die werde ich natürlich irgendein Rennen verwenden und fahren natürlich. Ist ja nicht so, dass es jetzt nur das Auto existiert. Ich habe mir das Auto nur geholt, weil es in dem Zeitpunkt, wo ich noch ein bisschen gemäht hatte, so 1,5, 1,4 wäre das, glaube ich, hatte ich so im Konto. Hat das Auto so 1,2 oder 1 gekostet, das war relativ vom Punkten sogar sehr gut.
das fand ich gut. Ah, die sind richtig in mir angekommen. Die sind richtig in mir angekommen. Damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Und das, ja, das war schlecht. Das war richtig schlecht. Das sollte ich nicht machen. Die letzten waren auch noch dort, sehe ich in der Karte. Sehe ich jetzt in der Karte. Ah, der ist in der Nähe, ich höre den ganze Zeit. Der Gegner ist wirklich. Und er wird mich auch überholen. Nee. Ja, klar. Ah, der wird mich auch überholt. So, 10. Runde. Alter, 0,1 Sekunden, Alter, wie nah ist der Peugeot?
9,9 Sekunden. Was hat er denn hinten gemacht? Das ist so abgeschlagen. Mist. Das war nicht gut. Ein bisschen besser sein. Boah, der ist richtig in der Nähe. Ich muss noch ein bisschen besser aufpassen. Oh, ist das knapp. Ist das irre knapp. Der Pichu lässt mich nicht nach. Habt ihr das gesehen? Wieder direkt geschubst hat. Ja, natürlich, ja klar. Oh, das ist langsam, ich werde ihn jetzt überholen gleich. Ah, mal sehr gespannt, wie langsam der ist. So, jetzt die Runde. Mal gucken. Ich möchte ihn langsam jetzt mal erreichen. Erste langsam, ich bin mal sehr gespannt. Oh, der hat einen Unfall, der raucht ein bisschen. Warum? Hat er so einen stark beschädigten? Ah, das ist derselbe Mazda. Ah.
egal, ist nicht schlimm. Besser als Peugeot nicht holen zu lassen. Der Mazda drückt mit seiner Arbeit gut, also die Abdeckung. Letzte Runde. Was hat er da angestellt, der Mazda, dass er so einen Unfall gemacht hat? Nein, der Mann ist durchgelassen. Verdammt. Joe, das kannst du vergessen. Nicht in der letzten Abschnitt. Nee, vergiss es. Ich werde trotzdem die Trophäe mitnehmen. So. Tja, was sagst du jetzt, Konkurrent? Ah, ich habe richtig ordentlich viel Geld bekommen. Ich habe sowieso keine XP-Punkte bekommen. Yay, bisschen Geld. Und alles Gold. Yay, 2 Millionen. Congratulations. You finished Season 6. Cool. Ah. Okay. Ich muss mal kurz entscheiden, welche ich. Ja, klar. Class A World Tour. Ja, Speed. Ja, natürlich. Mal kurz. Mal gucken, ob ich. Nee. Ich würde mal kurz noch eine meiner Autos mal kurz transferieren. Mal kurz mal den Sia, den haben wir seit langem nicht mehr gefahren. Warum hat er sich auf einmal geändert? Egal. Amalfi Class Series. Werden wir auf jeden Fall fahren. Ich werde das Auto natürlich ein bisschen aufbauen. Hä? Nochmal R1? Warum? Eventliste gucken, wie wir geschafft haben. Upgrade. Ich werde mal kurz mal Upgrade machen. Natürlich die Reifen, ne? Ich kann da nichts ändern. Aber das Getriebe kann ich ändern. Sport. Wende 15. Sowieso, das ist klar, dass jetzt wieder mal unter 2 Millionen wird. Das ist sowieso klar. Ist nicht schlimm. Bremsen. Gewicht kann ich sowieso nicht runter. Sie war mir sowieso klar. Turboladung. Kann ich nicht. Ladeluftkühler. Kann ich etwas machen? Kühlung. Kupplung. Auspuff. Kann ich nicht machen. Ah. Zündung. Das ist ja perfekt. Nee. Kupplung. Okay, das würde fürs erste reichen. Dann werden wir mal das erste Rennen natürlich machen. Bei Season Play. Stage A Reverse. Rally die Bistanto. Bisitano. Verstehe auch nicht, warum die das jetzt so komisch. Aber egal, Stage A Reverse. Wir haben es jetzt endlich hinter uns, die R1-Meisterschaft. Aber ich habe mich jetzt gefragt, warum steht da jetzt auf einmal schon wieder ein R1-Rennen? So. Nur nicht, dass er es wiederholt. Aber ich würde den Sierten ausprobieren, das ist der Cup Seat. Gegen Ferrari natürlich. Leider hat er Frontantrieb. Das war nicht meine Absicht.
Neustart, weil wenn ich jetzt mit sowas fahre, dann kann es sein, dass ich nicht mal ansatzweise es hinbekomme, gerade zu fahren. Also nochmal. Klingt interessant. Ich weiß nicht, wovon der Motor, weil ich glaube nicht, dass es. Aber vielleicht ist es doch derselbe Vierzylinder Turbo-Aufladung hier. Was ist denn mit dem Linken los? Der rutscht auf einmal ganze Zeit. Ja. Typisch Cup-Auto. Das ist doch sehr gewöhnlich, das ist. Gerade sehr hässlich aus. Aber es passt zu Seat. Durchhalten. Komm schon, Sia, du schaffst das. Du kannst sie besiegen. Schönes Kapka bist du. In den ersten beiden Teilen gab es ja noch dieses Konzeptauto von Sia, dieses Rennwagen-Konzeptauto, der auf 16er-Motor von Audi basiert. Nettes Auto. Schade, dass es ihm nicht mehr gibt. So, ein bisschen Geld. Ein neuer Levelaufstieg ist ja sowieso klar. Kein neuer Levelaufstieg. So. Die zweite Heat-Runde. Wow, ich hab total vergessen, jetzt die Gegner anzugucken, aber egal, das ist nicht so schlimm. Also diese Stelle ist nicht so gut, die ist relativ gut für das Auto. Das tat weh, das ist richtig weh. Abgeschafft. Mit dem ersten Marken könnte er gegen ihn nichts anhaben. So. Erster Levelaufstieg und wir bekommen Antriebslinien von Seat Sport, 20% Rabatt. Seat allgemein, also ich würde aber später, glaube ich, darüber diskutieren, was später über Seat. Ich hatte ja schon mal darüber diskutiert, über Seat eigentlich. Das Auto ist eigentlich schon praktisch gesehen ein sportlicherer VW für mich. Lotus natürlich. Das Auto hat zwar nicht wirklich viel Leistung, der Lotus, aber Kurvenhandling
ist das Auto ein richtig gutes Traktor. Kann sehr gut um die Kurven gehen. Dafür, dass es ein Auto, was serienmäßig an Autos Cup, spezielles Cup Car, ist das Auto nicht gerade langsam, muss ich tatsächlich sagen. Die hat mich jetzt gerade gewundert, wir haben doch die E1 Masterschaften, also haben wir trotzdem die E1 dann gefahren. Werde ich mal am Offline mal gucken, warum das so ist. Wundert euch nicht. Das Auto, das jetzt, Leon. So, die nächsten Runden machen wir erst im nächsten Part, Leute. Also, wir sehen uns dann im nächsten Part. Also, tschüss.